Yoho Sims-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Videoreihe zu Die Sims 2. Ja, Sims 2, der Vorgänger von Sims 3, der bei vielen, vielen Leuten für hunderte, tausende Stunden Spielspaß gesorgt hat und auch dafür gesorgt hat, dass die Erwartungen in Sims 3 sehr hoch waren und teilweise sogar enttäuscht wurden. Ich war mal sehr neugierig auf Sims 2, ich habe es nie gespielt, ich hatte dann damals noch keinen PC, um das Ganze auch zu spielen und ich war einfach neugierig, was ist in Sims 2 anders, was ist vielleicht sogar besser, was ist schlechter, wie hat das alles funktioniert und was haben sich die Entwickler damals dabei gedacht, wie sind die Erweiterungspacks und so habe ich mir einfach Sims 2 auf eBay ersteigert und nach die ganzen Erweiterungspacks dazu ersteigert und auch zwei Accessoire-Packs, Weihnachtsdeko und IKEA. Also wir haben jetzt auch das Möbelstück Malm, ne? Ist klar, weil wir jetzt IKEA-Möbel haben, ist wichtig. Sims 2 ohne Malm geht nicht. Ja, und ich habe mir, wie gesagt, hier brav alle Erweiterungspacks jetzt installiert und möchte mit euch einfach mal die Welt erkunden. Was ist hier? Lerne das Spiel kennen. Was wollt ihr hier? Teil 1! Hast du die Sims noch nie... Ich weiß, wie das geht. Man baut ein Haus, zieht da ein und dann hat man Kinder und stirbt. Das weiß ich sogar, wie das geht. Melladonna-Bucht mit dem Apartments habe ich jetzt schon mal gespielt. Desiderata-Tal habe ich noch nicht gespielt. Schwablingen, das ist meine Main-City. Was haben wir denn hier noch? Schönsichtingen, Merkwürdighausen. Hey, da wohne ich. Veronaville. Und ich könnte meine eigene Nachbarschaft erstellen. Nee, ich gehe jetzt mal zur Melladonna-Bucht und wir stellen uns da mal eine neue Familie. Von nah und fern strömen die Sims in die wunderschöne Belladonna-Bucht. Einige sind auf der Suche nach einem ruhigen Fleckchen Erde, auf dem sie sich niederlassen können. Andere suchen das quirlige Stadtleben und ein paar wenige wurden von Gerüchten über mysteriöse Energien angezogen. Werden sie alle ihr Leben meistern können? Wähle eine Belladonna-Bucht. Wähle einen Downtown zum Spielen. Habe ich schon. Also ich habe schon Urlaubsorte und so weiter und so fort gewählt. Habe ich alles schon hinzugefügt. Dieses wilde Campusjahr und so. Ich habe so viele Add-ons hier drin. Ich kann euch das gar nicht alles zeigen, weil ich selber diesen Content ja nicht mal annähernd angespielt kriege. Aber mal gucken, was wir schaffen werden. Einfach mal so schauen. Ich klicke jetzt hier mal auf Spielen. Und wir können jetzt den wunderschönen Ladescreen mit traumhafter, angenehmer, musikalischer Untermalung zuschauen, wie er unsere Stadt Belladonna-Bucht lädt. Das kann auch hier einige Zeit dauern, genauso wie es bei Sims 3 auch Ewigkeiten dauert. Hier haben wir allerdings keinen Ladebalken, der uns verarscht und lädt und dann doch nicht lädt. Nein, hier haben wir in der Tat tatsächlich eine uns an der Nase herumführende, wunderschöne Darstellung, die sich teilweise gar nicht bewegt. Das Spiel friert kurzzeitig ein, dann blinkt wieder alles, dann lädt wieder alles und man weiß nie, wann es fertig geladen hat. Zum Beispiel jetzt. Belladonna-Bucht. Also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, natürlich Häuser zu wählen, aber auch in Apartments einzuziehen. Da hat man dann Mitbewohner, man hat auch Zimmergenossen, die man bei sich einladen kann. Man muss Miete zahlen, das ist anders als jetzt die einzelnen Häuser. Das finde ich schon mal ziemlich drollig geregelt. Was ich mir jetzt geholt habe, war jetzt hier ein Apartment. Ich würde jetzt aber gerne... Das sieht ja auch süß aus. Liebend gerne eine neue Familie mit euch erstellen. Wir gehen jetzt mal hier auf die Familienansicht. Und wir haben jetzt einmal die Möglichkeiten, Sims zum College zu schicken. Das können wir ja in einem anderen Video mal machen. Ich möchte heute mal mit euch Apartment-Leben sozusagen durchspielen. Ich schaue, dass ich in jedem Video etwas zeige, was charakteristisch für einen Add-on ist. Apartment-Leben ist zwar das letzte Add-on von die Sims 2, allerdings bietet sich das gerade jetzt hier an. Wir stellen jetzt erstmal eine neue Familie. Yay, yeah, eine Familie erstellen. Und schon wieder haben wir einen formschönen, angenehmen Ladebildschirm, der kurzzeitig einfriert und uns dann hoffentlich ins Familienerstellmenü bringen wird. Und ich werde einfach nur ein Zimmer stellen. Wir erstellen jetzt keine Familie. Ein Zimmer mit einem Haustier, weil ich natürlich auch das Haustier-Erweiterungspack habe. Ich kann ja mal in der Zwischenzeit hier rübergehen und... So, ich drehe mal meinen Kopf gerade zu meinem Schreibtisch. Ich habe die Sims. Die Sims wilde Campusjahre, die Sims Nightlife, die Sims Open for Business, Haustiere für Jahreszeiten, Family Fun Accessoires, IKEA Home Accessoires, Weihnachtsaccessoires, gute Reise und Freizeitspaß. Das alles insgesamt hat mich, glaube ich, 60 Euro gekostet. Auf eBay habe ich das so zusammen ersteigert, möglichst geschickt natürlich. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Preis. Ein normales Spiel kostet heutzutage schon 60 Euro. Und das hier, Sims 2, ist immer noch top aktuell, super lustig, macht verdammt viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hat mich jetzt insgesamt nur 60 Euro mit allem gekostet. Familienname eingeben. Die nennen wir mal
Wie könnten wir dann mal unsere Familie nennen? Das muss irgendwas zu Sims passendes. Wie wär's mit Zweistein? Das ist kreativ. Doppelmoppel. Doppelmoppel finde ich niedlich. Ich mag ja dieses Sims, diesen Sims 2 Humor, also Sims Humor allgemein von Sims 1, der war auch schon grandios. Aber den Sims 2 Humor, Sims 3 Humor, das ist immer noch verrückter geworden. Und da sollten die Nachnamen auch verrückt sein. So, jetzt stellen wir uns einen Sim. Erstmal hier ein Zimmer stellen. Klack. Wir sehen schon, wir haben hier ein bisschen andere Möglichkeiten zu erstellen und auch die Sims sind ein bisschen anders eingestellt von ihrem Aussehen her. Ich möchte ein Mädchen machen. Ich nenne die junge Frau, erstmal mache ich sie heller. Ich nenne nichts gegen Schwarz oder das ist mir egal, ob jemand mehr Pigmentierung in der Haut hat oder nicht. Ich bin sogar heller als andere helle, muss man sich mal vorstellen. Aber nicht im Kopf. So, wie nenne ich sie dann? Wie wär's mit Susanne Doppelmoppel? Klingt doch interessant. Eigentlich müssen wir sie noch ein bisschen dick machen. Ich gehe jetzt gleich schon mal in den Köpfe-Modus. Such mir hier so ein Beispiel. Das sieht aber streng aus. Die Standardköpfe habe ich aber schon so oft benutzt. Dann laufen die alle im Einheitsgesicht rum. Huch, wie wär's denn hiermit? Ja, sieht doch ganz hübsch aus. Ich wähle dir bewusst jetzt schon die Köpfe, weil ich habe jetzt hier eigene Hautfarben installiert. Also nicht eigene, sondern aus dem Internet heruntergeladene. Und wenn ich die aktiviere, kann ich danach nicht mehr ins Kopfmenü. Wie wär's mit Sommersprossen? Ist auch so bleich. Die Nase gefällt mir hier ganz gut. Wobei, die Nase kann ich später eh noch extra einstellen. Hier, das ist ein ganz schönes Kind. Und der gefällt mir. Ich habe natürlich auch so mit Tätowierungen und so runtergeladen. Ich habe ganz viele Sims 2 Seiten mit Downloads in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr euch also fragt, wo ich die Downloads her habe, schaut in die Videobeschreibung. Dort habe ich eigentlich alles verlinkt, wo ich die Sachen her habe. Und ich hoffe, das hilft euch weiter. Was nehmen wir mal für eine Haarfarbe? Hier so ein Rotbraun ist eigentlich ganz schön. Die Haare sind hier auch Custom Content. Alles, was hier oben diesen kleinen Kringeldingel hat, das ist alles Custom Content. Custom. Ich weiß nicht, wie es sich ausspricht. Die Haarfrisur ist gar nicht mal so unübel. Hier sowas oder sowas. Oder da oder hier. Oder vielleicht doch was von den Sims 2 machen. Ich weiß es nicht. Wobei, die gefallen mir immer nicht so sehr. Gucken wir mal weiter. Vielleicht kommt da noch eine interessante Frise. Vielleicht kommt da noch eine interessante Ostfriese. Die ist aber sehr stachelig, die Frisur. Ich will ja jetzt auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Aha. Also hier haben wir übrigens dann noch die Sims 2 Frisuren. Die sind ein bisschen anders gestaltet. Da kann man jetzt mal hier durchgehen. Da gibt es auch recht viele Hexenhüte, weil, ich weiß nicht, ich glaube, mit welchem On-On kamen auch irgendwie Hexen und Magier hinzu? Ich weiß nicht mehr genau. Aber mit einer Erweiterung kamen allerdings auch Magier hinzu. Und man kann natürlich auch so rumlaufen. Das kennt man ja von der Straße. Sieht man öfters. Also ich zumindest. Ich tief unter dem Meer. Ich und SpongeBob Schwammkopf, wir sind ja Nachbarn. Wisst ihr ja, ne? Wisst ihr. Das ist ja nicht mit sowas Kurzem. Aber dann in Rot. Huch, was hat sie jetzt für eine Frisur gekriegt? Oder hier sowas, so pinke Haare. Das ist ja wunderschön. Nicht. Nein. Die Sims 2 Musik, muss ich sagen, gefällt mir auch besser als die von Sims 3. Die wiederholt sich nicht immer so schrecklich. Oder ich habe sie einfach noch nicht so oft gehört, dass ich kotzen möchte. Komm, dann nehmen wir jetzt die Frisur, sonst dauert es ja Ewigkeiten. Hier kann man noch das ganze Gesicht so schön anpassen. So, schwitzen? Ja, ich glaube nicht. Oder hier schwitzen? Nee, auch eher weniger. Schwitzen? Nein. Schwitzen? Nein. Schwitzen? Nein. Oder hier mit spitzen Ohren? Dann wäre sie eine Elfe. Ha, mal gucken. Also so die Gesichtsform gefällt mir so ganz gut. Das Gesicht kann ein bisschen höher. Ja, traumhaft. Oh, ich krieg nichts zu essen. Was haben wir denn hier noch für das Stakiefer? Ja. Da kann man aber schon extrem deformieren, hier die Sims in dem Spiel. Alter Verwalter. Dünnere Augenbrauen. Das ist aber interessant. Nein, das finde ich gar nicht witzig. Vielleicht normal lassen so. Ach, ich guck besorgt. Ich guck streng. Nee, das sieht mir zu streng aus. Das ist doch so ganz schön hier. So. Ja, eine Delle in den Kopf drücken wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Was gibt's hier nur noch für Augen? Boy. Was ist mit ihren Wangen passiert? Schwitze. Nee, das ist nicht schön. Ja, was kann man hier noch einstellen?
Ja, das ist wunderhübsch. Das ist so schön. Da möchte man doch gleich brechen vor Freude. Ach ja, ich habe hier auch Custom Augen installiert. Das sieht natürlich gleich wie, oh Gott, ein bisschen unheimlich aus. Hier in Grün passend zu den roten Haaren. Dann machen wir das wieder ein bisschen breiter, sonst sieht es komisch aus. Schweineäugen. Oh, hast du aber schöne Augen. Oh, schau mich nicht so an. Ja, ein bisschen größer dürfen sie allerdings tatsächlich sein. Oh, hier gibt noch eine zweite Seite. Was kann man da machen? Ja, das ist... Okay, die Augen sind ein bisschen zu groß. Ja, ein bisschen runter kann das schon. Ja, das ist jetzt normal. Die Nase, ja, die finde ich eigentlich voll schön. Die Lippen sind nicht ganz so meins. Die können noch ein bisschen weiter höher. Ein bisschen mehr lächeln. Und dann hier ein bisschen breiter. Was ist das hier? Das ist wunderschön. Ja. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Schwitzen. Tut mir leid, Mädchen. Was hat man dann hier? Kinn. Hui. Ach, was gibt's hier voreingestellt? Schwitzen. Wunderhübsch, was ist das hier? Nee, das ist alles so extrem kieferorthopädisch, das wollen wir nicht. So, ich habe jetzt hier Make-up installiert, da kann man so eine Nasenmaske drüber legen, wenn einem so die Nasen von den Sims gefallen einem meistens nicht, sondern kann man dann hier so drüber legen, dass es ein bisschen anders aussieht. Die sieht jetzt zum Beispiel ganz schön aus mit den Nasenlöchern. Dann geht das noch weiter, das geht bis zur Augenmaske, die man nehmen kann, wobei ich die von meinem Skin, den ich hier benutze, eigentlich ganz schön finde. Aber man kann halt hier dann auch das individuell, ne, gestalten. Da gibt es so ganz viele Seiten, wo man das Zeug runterladen kann. Hier so ein Kinngrübchen zum Beispiel. Oder hier so den Schatten unter den... Ja, oder da hier, das sieht voll gesund aus. Also man hat dann einfach die Möglichkeit, die Sims noch ein bisschen realistischer zu gestalten. Mal den Schatten hier, das sieht schon ein bisschen besser aus, ja. Was ist das hier am Kopf oben, Schatten? Aha. Oder hier so an der Nase? Nee. Oder unter den Augen? Nee. So müde sieht sie auch noch nicht aus. Also man hat einfach dann hier so ein paar mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Sieht das aus? Auch nicht. Ja, das ist vielleicht noch ganz nett. Wenn das hier nicht so eng... Ja, das könnte man lassen. Ich mach das nochmal weg. Moment. Da war das hier das Gleiche. Da wird die Nasenwurzel halt betont. Das gibt ja einen strengeren Look. Das kann man durchaus auspassen. Und was hatten wir hier noch? Ach, das habe ich immer so gern gehabt. Dieses Glitzer auf den Wangen. Sieht ein bisschen nach Poren aus. Das sieht ein bisschen gesünder aus. Ein bisschen... Make-up noch, genauso wie hier halt auch dieses Overlay gibt, damit man die Möglichkeit hat, da Make-up anzupassen. Alles Custom-Content, wo ihr den downloaden könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich finde, das macht das Spiel ein bisschen lebendiger. Das sieht schlimm aus, dann machen wir noch vernünftige, realistische Lippen. In einem natürlichen Farbton, ja. Ganzkörper-Gesichts-Make-up geht natürlich auch. Das ist dann vielleicht für so einen Ball ganz nett. Brillen. Ja, nee. Ach, hier Schmuck. Guck mal an, hier gibt es ja noch Schmuck. Richtig, richtig. Sollen wir hier so einen schönen Ohrring spendieren? Dann machen wir das aber hier drüben. Das sieht man aber wegen ihren Haaren eigentlich gar nicht. Ist voll unnötig, brauchen wir nicht. Augenbrauen. Was haben wir dann da? Ach, guck mal, eisblau, wie schön. Nö, ich finde die eigentlich ganz okay so. Alltagskleidung, da habe ich natürlich auch jede Menge Zeug installiert. Das ist vielleicht ein bisschen freizügig. Wie wär's denn hier mit normaler Alltagskleidung? Hier so ein schöner, normaler Dress. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Was haben wir denn hier noch? Sanchu, aha. Find sie wohl ganz gut. Oh, das ist ein schönes Kleid. Ich weiß gar nicht, in was für eine Jahreszeit wir bei den Sims gerade stecken. Das ist eigentlich ganz schick hier. Vielleicht ein bisschen freizügig. Was ist das? Es ist ein bisschen bieder. Das ist noch ganz nett. Das ist ganz drollig. Was ist das hier? Ach, süß. Ist ja süß. Und das hier? Das passt eigentlich ganz gut so zu ihrem Typ. Ah, das passt natürlich voll cool. So die freche, rothaarige Pippi Langstrumpf. Was haben wir hier? Oh. Das ist sehr ausgefallene Mode. Sehr ausgefallen, ja. Das hier ist noch schick. Verdammt, ich hab so viel. Ich nehme jetzt das hier, weil sonst sitzen wir noch 3 Jahre. Abendkleidung. Was haben wir denn hier? Das gehört alles zur Abendkleidung. Das ist ja ganz hübsch. Bisschen durchsichtig vielleicht. Oh, das ist sehr freizügig. Was haben wir denn? Das ist so viktorianisch. Bostu. Oh, Prinzessinnenkleidchen. Schlicht, zu schlicht.